Okay, das tut mir jetzt wirklich sehr leid. Also, mein Aufnahmeprogramm ist nicht unbedingt abgestürzt, aber die Game Capture wurde nicht mehr erkannt. Jetzt ist das Rennen, also jetzt ist einfach nach irgendwie 58 Minuten hat die Aufnahme unterbrochen. Da war ich beim Potrero-Rennen. Damit ich gesagt habe, was noch passiert ist. Ich habe noch Folgendes gemacht. Ich habe Teamkollegen ausgetauscht. Biancucci ist jetzt wieder im Team. Der fährt eine Honda VTR 1000 SP2. Der wurde Vierter damit. Das Rennen habe ich also somit. Das Teamrennen habe ich somit gewonnen. Jetzt fehlen mir noch 4000 Punkte für den ersten Platz. Aber bevor ich das machen kann, kommt jetzt noch der Abschluss der Saison 10, wo ich hier noch halt ein Rennen fahren muss. Das ist jetzt mit den Supermotos auf der Castelletto Supermoto Strecke. Gewinnen kann ich entweder eine Ducati 1299 Panigale oder eine Yamaha YZF R1 M. Gut, versuchen wir es mal. Oh shit. Oh, das ist die Abkürzung, geht nicht. Mann, die fahren so langsam, es nervt. Durch die Kurven, das ist so richtig langsam. Bisschen eine Rüpel-Taktik. Genau. Echt gut. Hoffentlich gibt es im nächsten Ride dann auch noch Offroad-Strecken. Das wäre cool. Es ist auch sehr schwer auf dieser Strecke. Vor allem diesem Infield zu überholen. Das ist praktisch unmöglich. Vier Sekunden Strafe. Nicht ganz gerechtfertigt, aber egal. Das ist jetzt nicht wegen mir gewesen. Also der darf natürlich einfach abkürzen. Verständlich.
Ah. Ja, natürlich, Strafe noch. Ich fahre auch einen Scheißdreck zusammen. In diesem Minfield. Ja, das hat schon viel früher begonnen. Endlich einen kleinen Vorsprung. Gehabt. Also, nochmal von weiter hinten. So. Minimal besser. Eben nur minimal. Natürlich. Dann steht er plötzlich schräg. Jetzt braucht auch der einen Ölwechsel.
Ah, gut, funktioniert noch die Aufnahme. Schön. Gut, offenbar war ich auch nicht so stark wie die anderen von den LPs her. Das heißt, ich bin wohl mit deutlich weniger Leistung gefahren. Und eigentlich auch mit schlechteren Reifen. Aber es hat trotzdem gereicht. Also, ZF99 Panigale oder YZF-R1? Die Ducati. Hat die besseren Leistungen, deshalb habe ich die gewählt. Also ein Rennen noch. Und dann sind wir auf Platz 1. Dann kann ich mich endlich auf das Team konzentrieren. Saison 11. Ich möchte das Spiel heute noch durchbekommen. Stelvio, Ostgebirge oder Herrentürme. Ich mag keine der Strecken. Nehmen wir Stelvio. Okay, es dauert schon nicht mehr so lange mit dem Laden wie in Ride 1. Das ist schön. Es dauert trotzdem lange, aber immer noch besser als vorher. Okay, Rennen starten. Bianchucci. Bye. Puh, das war knapp.
Okay, zwei Runden noch. Bisschen weit. Wieder erwarten, wächst der Vorsprung schon fast ins Unermessliche. Uiuiui. So, das ist ein guter Ausgang gewesen. Okay, jetzt ist geschafft, Platz 1. Jetzt kann mich niemand mehr verdrängen. Jetzt bin ich Platz 1. Also eine weitere Trophäe. In meinem Besitz fehlen noch 2. Das sind die Anzahl Motorräder plus der erste Platz in der Teammeisterschaft. Und jetzt geht's ab an die Teammeisterschaft. Wir sind momentan auf Platz 9 von 11.
Und Classy Riders jetzt. Okay. Entweder, ja, da habe ich beide schon. Deshalb habe ich wahrscheinlich dort auch aufgehört. Was kann man sonst noch holen? Brutale, brutale Street Fighter, Monster, Rivale, Speed Triple, Speed Triple, Super Duke. Ich nehme die VR6. Ich habe mich schon ein paar Mal in eine gute Lage gebracht. Gewinnt zwar damit nicht so viel Geld wie mit anderen, aber sollte helfen.